Hallo und herzlich willkommen, der Gerd macht's. Schön, dass du dabei bist, freut mich sehr. Ja, ihr habt gesehen, was ich hier für in Farbe gebracht habe. Ich habe etwas Reste zusammengesucht. Ich mache heute was aus Resten, Kleinigkeiten, kleine Fingerfood oder sowas in der Art. Es gibt gefüllte Gemüse mit Hackfleisch, Mozzarella, Bacon und alles Mögliche. Ich habe hier Zucchinis und Paprika und Aubergine. Ich versuche irgendwas zu kreieren. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Und wenn du gespannt bist, was dabei rauskommt, dann bleib mal dran, schau zu und genieß mein Video. So, was ich vorhabe, halt Gemüsesorten irgendwie so in Stücke schneiden. Reste werden natürlich nicht weggeschmissen, davon mache ich irgendwas anderes. Oder dann vielleicht ja, in so 3 bis 4 cm hohe Türmchen schneiden, aushöhlen. Dann, was ich aushöhle, dann koche ich morgen irgendwas. Muss ich gucken. Vielleicht siehst du da auch ein Video. Und damit das Video nicht verpasst, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke und dann verpasst du nicht, was ich damit mache. Ich weiß nicht, was ich damit mache. Auf jeden Fall werde ich jetzt so schön alles aushöhlen. Und dann kommt etwas Hackfleisch da rein. Kugelchen Mozzarella oben drauf. Und geht das auf mein kleines Blech. Wird indirekt auf eine Holzkohle gegrillt. Ja, so sieht so meine kleine Schale aus. Ja. Das mache ich jetzt mit allen Gemüsen so, mit denen es so geht. Zucchini geht das auch wunderbar. Auch so. Ja, ja, guck mal. Die gleiche hier. Ja, mein Gott, habe ich ein Auge, du. So, und dann füllen wir das mal auch aus. Vielleicht koche ich auch eine Gemüsesuppe morgen oder sowas. Ist auch sehr interessant, sehr lecker. So, und so sieht das dann aus. Mache ich Paprika natürlich, kann man nicht ausfüllen, die schon holen. Muss ich gucken, wie ich die Paprika jetzt schneide, damit das... Die kann ich auch hinstellen, aber die läuft da unten aus. Deswegen muss ich gucken. Aber ich glaube, werde ich das genauso füllen gleich, gefüllte Paprika. Unten lege ich vielleicht Bacon drauf oder so, damit das schön... Ah, wunderbar, genau. Irgendwas mache ich. So, jetzt werde ich jetzt mal alles schneiden, alles ausfüllen und dann sehen wir uns wieder, wie ich das fühle. So habe ich jetzt mein ganzes Gemüse schön ausgehöhlt, schön kleine Flämmchen gemacht. Jetzt werde ich das mit Hackfleisch füllen. Dafür muss ich jetzt mal zuerst Hackfleisch etwas marinieren. So, ich habe noch Pizza gemacht die Tage und da ist Knoblauchöl übergeblieben. Kommt jetzt mal der Knoblauchöl rein, komplett. Das duftet wunderbar. Dann kommt etwas von hier meine Kräutersalz, habe ich zu Geburtstag geschenkt von meiner Schwiegermutter, sehr lecker. Kommt ungefähr ein Teelöffel Kräutersalz rein. Mein Holzkohle läuft schon, Dampf, Qualm. Ja. Dann etwas grob frisch gemahlenen Pfeffer. Ich habe hier so eine bunte Pfeffermischung, da sind verschiedene Pfeffersorten drin. So, werde ich jetzt alles erstmal vermengen und dann mal einmal abschmecken. So, einmal vermengen, jetzt mal abschmecken. Ein bisschen zu wenig Salz, aber schön würzig durch die ganze Kräuter. Knoblauch, das tut so gut. Dann machen wir nochmal einen halben Teelöffel Kräutersalz. Also verschiedene trockene Kräuter aus dem eigenen Anbau. So, jetzt mal abschmecken. Jetzt ist gut. So, jetzt werde ich nach und nach alles füllen damit. Etwas weniger reinmachen, als das Teil ist. So, kleine Kugel machen. Da kommt ein bisschen Fleisch von Mozzarella rein. Und so lebt er wieder aus. Und dann kommt das auf, so auf ein Blech drauf. Und wird Holzkohle gegrillt, bei ihm direkte Hitze gegrillt. Das werde ich jetzt erstmal alles so füllen und dann gucken, welche Teile ich noch mit Becken ummantle. So, jetzt habe ich alle ausgehöhlt, gefüllt. So sehen die Teile jetzt aus. Jetzt werde ich die, Entschuldigung, erstmal mit meine, ich habe hier Mozzarella mit Basilikum drin, mal ein bisschen so mit Basilikum füllen. Mit Basilikum, mit Mozzarella, Basilikum füllen.
ein Stückchen überall rein. Wenn das Stückchen zu groß ist, dann muss man ein bisschen kleiner machen. Paprika, kriegt kein Mozzarella. Paprika mache ich mit Bacon, da die Paprika hat ja zwei Enden offen. Alles hat am Ende nur die Wurst zwei, bei mir hat die Paprika zwei. Die werde ich natürlich mit dem Bacon jetzt umwickeln, so dass die Fleischfüllung drin bleibt. Einfach nur, ich habe ja so etwas dickeren Bacon. Zack, zack, zack. Und so sieht dann aus. Einmal nochmal gucken, ob ich das noch zweite Mal so hinkriege. Erstes Mal war ich immer Glück, zweite Mal gucken, ob das auch gekonnt ist. Und zack, fertig. So, und jetzt, wenn ich jetzt alles fertig habe, mein Holzkohlegrill ist auch schon so weit heiß. Dann geht das jetzt bei indirekter Hitze mit komplettem Blech in Holzkohlegrill und wird gegrillt. Wie lange, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, bis fertig ist. Zeitlich, mäßig, keine Ahnung. Ich schätze mal schon, dass es ja, bei indirekter Hitze bestimmt halbe Stunde braucht. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich am Grill stehe. So sieht jetzt mein Blech aus. Das kommt jetzt bei indirekter Hitze. Ich habe jetzt rechts, links Hitze. Kommt jetzt rein, Deckel drauf, unten zu, damit es nicht so starke Hitze entsteht. Und dann langsam grillen lassen. So, mal schauen nach 20 Minuten, wie das jetzt aussieht. Also duften tut es schon sehr gut. Ach, guck mal, das sieht doch schon herrlich aus. Teilweise schon richtig krustig gebildet ist. Und ich schätze mal, ich brauche noch ungefähr, ja, vielleicht nochmal 20 Minütchen. Und dann ist das soweit auch gar. Guck mal, wie das hier lecker ist. So, das war jetzt 40 Minuten bei indirekter Hitze. Ich habe ungefähr so, ja, 120 Grad Temperatur gehabt, Deckeltemperatur. Das sieht ja herrlich aus. Jetzt werde ich mal das rausnehmen. Probieren, wie das schmeckt, wie das ist. Ja. Ja, was soll ich schon probieren heute? Ich glaube, ich probiere hier. Guck mal, was für Kruste ist hier. Seht ihr? Das ist so lecker. Nehme ich mal eine runter. Und probiere ich mal. Ja. Eventuell muss ich was nachsalzen. Gucken, ob das innen drin schon gar ist. Es ist sehr, sehr saftig. Ist wunderbar gar durch. Guck mal, wie das hier aussieht. Krosse von Käse. Das Saftige von Fleisch. Und das Fruchtige von Gemüse. Also, das schmeckt. Das schmeckt nach mehr. Richtig schöne Würze. Durch diese Kräutersalz, durch Pfeffer, durch Basilikum Mozzarella gibt diese besondere Note. Frisches Gemüse. So lecker. Boah, ich muss mich euch hereinsetzen. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönen Sonntag. Genießt die Zeit, genießt die Sonne. Und nochmal, wenn ihr mich loben wollt, macht Daumen oben. Wollt ihr mich wiedersehen, hat unter die Glocke. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund. Und schaltet, wenn es heißt, der Gerd macht's.